Die Finger einer Hand und Daumen- und Zeigefinger der anderen brauchen Sie, wenn Sie die Anzahl der Schwergewichtskämpfe zusammenzählen wollen, an denen deutsche Boxer teilgenommen haben. 7 an der Zahl. Die eine Hand können Sie wegnehmen, wenn Sie die Anzahl der Kämpfe nehmen, die die deutschen Boxer gewonnen haben. 2 waren's. Und die Siege stammen von einem einzigen Mann. Reminiszenzen an deutsche Schwergewichtler im Kampf um die Krone im Berufsboxen. Jens-Jörg Rieck. Seit 1892, seit dem US-Amerikaner John L. Sullivan, kennt die Geschichte des Berufsboxens nun schon offizielle Schwergewichtsweltmeister. Deutsche Titelfights gab es einige, erinnert wird dann meistens an Karl Mildenberger, der 1966 im Waldstadion von Frankfurt Muhammad Ali einen großen Kampf bot und erst durch Knockout in der 12. Runde unterlag. Doch einen echten Champion, den hatten wir bislang nur einmal, Max Schmeling, Weltmeister 1930 gegen Jack Charkey. Die Tatsache, dass der Sieg nur durch eine Disqualifikation wegen Tiefschlags zustande kam, wurmt den mittlerweile 90-jährigen Schmeling heute noch. Das war für mich ein Ausgang, den ich nicht wollte. Ich hatte sogar die Absicht, gleich nach dem Kampf den Titel wieder zur Verfügung zu stellen. Und ich war mir aber auch klar, dass wenn ich es getan hätte, dass es sehr schwer gewesen wäre, wieder einen Kampf zu bekommen um den Titel. Sodass ein ganz bekannter amerikanischer Journalist, Paul Gallico, mir sagte, Max, Sie sind verrückt. Sie behalten den Titel und beweisen Sie im nächsten Kampf, dass Sie der wahre Weltmeister sind. Spätestens nach dem ersten Kampf gegen Joe Louis 1936 war der Beweis seiner Extraklasse erbracht. Schmeling wurde einer der ersten großen deutschen Sportheroen und er wurde Filmstar. Liebe im Ring oder Knockout, so die Bedeutung schwangeren Titel der Streifen, die die Damen schmachten ließen. Hallo Marianne, darf ich Sie nach Hause bringen? So, hier bin ich zu Hause. Da haben Sie mir ganz schön eingelegt. Als er 1933 die aus Prag stammende Filmschauspielerin Annie Ondra geheiratet hat, wurde das nicht nur aus heutiger Sicht zur Traumhochzeit hochstilisiert. Max Schmeling, der übrigens lange Zeit in der Geburtsstadt von Axel Schulz in Bad Saarow zu Hause war, gilt ob seiner Vitalität und seines hohen Alters immer noch als bester Botschafter für die relative Ungefährlichkeit des Boxens. Ich fühle mich allerdings, das gebe ich zu, nicht wahr wie ein 50-Jähriger. Aber ich habe ja auch mein Leben, ein ganz sauberes Leben gelebt. Ich bin ein Anti-Alkoholiker, ich habe nicht geraucht. Und denn, was sehr wichtig ist für einen Sportler, immer der mal aktiv, sehr aktiv war, dass er irgendeinen Sport weiterführt. Da Geschichten vom Trimrad Axel Schulz vor seinem Titelfight nur bedingt weiterhelfen, sei auf die damals nicht so komfortablen Einmarschbedingungen hingewiesen. Schmeling erinnert sich an das zweite Duell gegen den braunen Bomber, gegen Joe Louis in New York. Auf dem Wege von der Kabine in den Ring wurde ich von ungefähr von einem Dutzend Polizisten umgeben, war vielleicht mit schweren Handtüchern, mit dicken Bademanteln, weil ich von allen Seiten beworfen wurde mit Steigbeschachteln und anderen Paketen. Und ich war noch, als der Gong kam, war ich noch gar nicht ganz geistig mit meinen Gedanken dabei. Ich war immer noch bei diesen furchtbaren Dingen, die sich da abspielten auf dem Wege von der Kabine in den Ring und dieses Geschrei, als der Kampf losging. Und genau das hoffen wir nicht. Der Mann, der 65 Jahre nach Schmeling als dessen legitimer Erbe antritt, hat bessere Bedingungen und bessere Chancen als der große Max in seinem letzten Weltmeisterschaftskampf 1938. In Erinnerung und in Vorfreude deswegen schon mal ein paar Takte aus der heimlichen Nationalhymne des deutschen Berufsboxens. Das Herz eines Boxers muss alles vergessen, doch schenkt ihn am nächsten Knockout.